Ich müsste an dein Nest. Reden hast du mit dem. Ja, der hat leichte Atemprobleme, glaube ich. Jetzt schläft er. Jetzt können wir drücken. Oder auch nicht. Ist das? Okay, das vielleicht mit vorher einschlafen? Wahrscheinlich. So, und jetzt. Nix. Kann man das von der anderen Seite aus machen, wenn er eingeschlafen ist? Oder wahrscheinlich schult sich da nichts. Ich guck gerade, ob ich mich überhaupt bewegen kann. Was? Nee. Ansonsten nix. Ja, Kirschen nehmen. Was? Oh, mein Tutsche. Das Gewicht sieht nicht gesund aus. Macht ihr die Zahnbürste auf Beinen Sorgen? Wasser? Da kommen wir nicht rein, wa? Doch, kommen wir. Er schnappt dann. So reinspringen sollten wir wahrscheinlich nicht. Machen wir den Deckel von der Tür aus. Das ist ja richtig angenehm. Kann ich dann lecken? Bringt uns nicht weiter. Das war eindeutig. Gehen wir mit der Seife. Okay, die will nicht. Achso, warte mal, wenn ich da oben bin, auf dieses Zahnpasta springen? Nee. Ach, reicht so auch schon. Ah, guck mal, jetzt steht die Zahnbürste weiter hinten. Jetzt kommen wir wahrscheinlich auf den Wasserhahn. Schmeiß es bloß zur Seite und lass es nicht wieder da reinfallen. Okay, ist offen. Was hat uns das jetzt gebracht? Können wir das hier schieben? Warte mal, können wir das schieben oder sowas? Okay, jetzt wacht der. Müssen wir nochmal auf die Zahnbürste springen. Bringt uns eine Seife noch. Hat das wirklich einen Vorteil?
Versuche von der Seife aus vielleicht auf die Bissstelle. Was ist das denn? Okay, also das könnte von oben. Das Glas haben wir jetzt umgeschmissen. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hoch. Aber ich versuche nochmal in den Wasserhahn zu kriechen. Zack. Also jetzt komme ich einfach da wieder raus. Bla? Aber du kannst es, glaube ich, wieder aufrichten, oder? Guck mal, das hier? Ja. Okay. Aha. Was bringt uns das jetzt? Jetzt kannst du den Tropfen vielleicht von oben da reinfallen lassen. So, das wird sehr. Ne, ich muss ihn erstmal. Nein, erst die Schlange. Meinst du, die Zahnpasta? Ja, natürlich. Hasch, der Snake. Anders. Zack. Muss anscheinend aber noch irgendwas passieren. Vielleicht muss da noch mehr ran. Kann ja sein, dass wir nicht nur einen Tropfen brauchen, sondern. Rein. Und drin. Und vierten. Skeptisch, der guckt. Ich glaube, wir haben das Gehirn leer gepumpt. Ja. Lange. Vielleicht. Ja. Dann wieder von oben runter. Genau, an dem Tropfen lang. Zack. Nur wie kommen wir da jetzt wieder raus? Am Tropfen? So, machen wir das Licht aus, wa? Das ist so albern. Sogar mit Kirsche. Das gefällt ihm. Ach nein. Nein, du kriegst nicht mehr Kirschen. Geh. Lass es. Das ist wie bei Wer wird Millionär. Hör auf, wenn es am schönsten ist. Oh. Sind ja immer mehr. Die vermehren sich. Die wollten aber Kirschen. Ja, aber das Kirschen. Nur noch mehr. Kirschen. Oh Gott. Kirschen. Oh Gott. Kirschen. Oh Gott. Oh Gott.
die Bäckchen von denen. Der hat seinen Spaß. A und B. Oh oh. Oh Gott, wird mir das auf den Nerven gehen. Wähle, willst du die rote oder die blaue Pille? Ich will aussteigen. Oh, du kannst nicht aussteigen. Rot oder blau? Wir nehmen den Jungen und was bist du? Blau? Ja. Dann erst auf welche war es nochmal, mit der man rauskonnte. Morpheus hat irgendwie blau. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wie ist es? Schaffen die Kommentare. Ich weiß es nicht. Geht ihr auch blau? Was geht ihr auch? Ach komm, der kriegt mal rot. Ich will wissen, was da passiert. Und die Tablette ist so groß wie er. Tierflüssigkeit oder eine Pilz- und Insektenmikroskop? Wie fies. Das? Das ist ja irgendwie süß mit dem Hütchen. Achso, ein Insekt. Jetzt wird er aber nicht zum Insekt, sondern zu einem Fisch, Katze. Ah, Fisch. Gruselig. Gut oder böse? Böse? Oder traurig? Traurig, jetzt kommt er. Nee, böse. Nee, böse. Der auch böse? Ja. Er wird auch böse. Okay. Ah, das ist das, was rauskommen soll. Wir müssen jetzt ein aggressiver Hund werden, eine aggressive Katze. Okay. Das heißt, rot war... Was brachte nochmal die Farben? Also rot war das Runde bei dem anderen und das andere muss ja rund werden. Also die müssen ja nicht rund sein. Nee. Die waren ja tropfenförmig, oder? Stimmt. Heftig formbar. Mal sehen. Also er war auf jeden Fall schon mal richtig. Und? Dann, kriegen beide das mit dem Hund drauf. Genau, beide das Tier. Oder er muss das andere kriegen. Wir sind jetzt richtig. Aggressiver Hund. Es kann sein, dass das gar keine Katze ist, sondern eher so ein... Ein Käfer oder so. Ja, ja. Wir müssen aber beide aggressiv sehen, wir müssen ihn nochmal neu machen. Also, er blau. Ja, doch, er war blau. Ja, er war blau. Und das kleine Nacktschweinchen noch. Nacktschweinchen ist rot. Wir kriegen das Tier. Mhm. Ja, das den Käfer. Sechs. Oh, okay. Muss er dann vielleicht doch die andere Tablette kriegen? Wahrscheinlich. Mist, kann ich jetzt schon aufhören? Jetzt mal freundlich. Ach, Entschuldigung. Ich hab einen Agro-Pilz gemacht. Ja, ich weiß, es ist falsch. So. Er braucht immer noch blau. Jetzt geben wir ihm auch mal blau. Ja. Beide vor. Ach so, vielleicht kann man jetzt aber. Müssen wir ihm doch das Tier geben. Jetzt wird er dann zur Katze. Kann sein? Gute Frage. Ja. Agro. Agro. Jetzt gehen sie aufeinander los. Okay.
Oh Gott, was? Achso, ich muss. Also alle Hüppies, da bin ich mal oben drin. Aufkommen. Ich glaube, ich muss mal rauskommen. Komm schon, spring auf. Spring die auf? Ah, okay. Oben drauf, danke. Hm?
Hat er den Sattel hier? Hunden. Zahnfleisch. Nee, Zahnfleischtasche. Was? Ah, Gott. Warte mal. Okay, ich weiß, wo wir lang müssen. Oh Gott, das war denn ja wahnsinnig. Hä? Nein. Kurve, in die Kurve, genau. Bisschen Rating? Ja. Ui. Mal eine Schleife. So. Ist er ja auch ein Chuchu? Scheint so ein richtig großer. Ist ja so sein Bruder oder sowas. Könnte auch sein. Ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, dass die in irgendeinem Labor sind, wo einfach nur an ihnen getestet wird. Ja. Sein Bruder ist ihn getestet. Oh Gott. Ich weiß, welchen Ausgang ich nehme. Aha. Das ist der Kleine. Ah, okay. Voll eins auf der Kirsche gekriegt. Oh. Was ist mit der Schnecke? Mal gucken. Schneckenrennen! Wer gewinnt? Was? Du bleibst! Oh Gott, oh Gott! Nach vorne! Schraube! Oh Gott! Ja! Schneckenchampion sind wir. Sehr gut. Eierfang? Oh Gott, was? Muss ich wieder mit Ei verkackt? Ja. Oh. Ich weiß sogar nicht, was ich machen soll. Wie nochmal. Hä? Wenn man einmal ein Ei fallen gelassen hat, dann ist sowieso schon Schluss. Ja. Hm. Kannst da oben auch Schach spielen. Will ich Schach spielen? Weiß ich nicht. Ich kann dir da nicht helfen. Alles klar. Zack. So. Power nach vorne. Warum hätte ich mich jetzt auch gewundert, wenn wir eine normale Partie Schach gespielt hätten? Weiß ich nicht. Ich wollte doch eine Rochade machen. Und den König mit dem Turm tauschen. Was? Erleuchtet. Mit Daumen hoch. Sehr gut.
Was ist das? Ach Mann. Tut mir ja irgendwie leid. Haben wir noch nicht. Was ist bei dem Herz? Liebe. Wir versuchen es mit Liebe. Ach so, ach Mensch, wir haben der Kirsche gewunken. Böser, böser Chuchu. Was haben wir noch nicht? Haben wir die Faust noch nicht? Was? Mach ihn fertig. Aua. Schnell, Feuer, Makro. Cheating! Ich cheate nicht, ich habe nur einen Schnellfeuermarker auf der Maus. Da kann keiner was gegen machen. Oh nein! Okay. Und das ist nicht für entschieden. Schnellfeuermarker! Ach so! Ah. Aber ich will noch einmal machen, das haben wir noch nicht. Was ist das? Na, und er macht ein Selfie. Okay, jetzt können wir das so raus. Jetzt wacht er auf. Oh. Aber er kümmert sich gemeinsam, weil das hier wieder aufweckt. Ja, weg ist er. Mögen sich auch irgendwo. Habe ich jetzt checken? Ja. Ich möchte ehrlich gesagt durch den Mund wieder raus. Alles klar, wir nehmen den Arsch. Och Mann, du. Ich glaube, die beiden hinterlassen jetzt einen Schalennachgeschmack. Ach, wir können ihn auch freundlich stellen. Das Vieh hat Ohren. Wenn du kannst, wieder kommen, dann kannst du wieder kommen. Okay. Okay. Oh, my God.
Kirschen-Overflow. Na, ist jetzt auch der andere, weil er jetzt freundlich ist. Ja. Oh, süß. Och nein. Bindebab. Choo-choo. Oh Mann, jetzt tut mir der große Leid. Naja, wenn das auch so endet. Dann kriegt er auch einen Freund und dann stellt er dann auch auf nett. Und dann geht es endlos so weiter. Dann kommt noch ein Größer, noch ein Größer, noch ein Größer. Ja. Jakub Dorowski. Das ist nämlich irgendwie ins Bohr dann. Stimmt. Immer größer. Ja, das war Choo-choo. Amanita Design. Meine Mahlzeit. Ja, ich fand's gut. Ja. Hat's dir gefallen? Ja, es war sehr cool. Also. Ich meine, war zwar so eine Ansammlung an Minispielen, kann ich was machen? Aber es war ein schönes, oder ist ein schönes Design. Ah. Ja, es sind aber auch süße Minispiele gewesen. Weil man hatte. Ich meine, es war jetzt sehr kurzweilig. Ach Mist, wir haben. 1, 2, 3, 4, 5 Achievements nicht gekriegt. Echt? Ups. Wie klein machen. Braucht man nicht. Jo. Nee, aber wenn es euch auch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. War sehr, sehr kurzweilig, wie gesagt, aber auch wirklich sehr, sehr süß. Ich finde diesen Artstyle einfach super. Ja. Sehr schön gemacht. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Coop und bis dahin. Alles Gute. Coop on.